Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Ja. Ara sucht noch Sam und Whitman. Na komm. Wow. Okay. Nee. Wo geht's denn hier raus? Hä? Jetzt doof? Wo geht's denn hier raus? Bin ich jetzt blind? Hallo? Von da komme ich. Ich darf auch nicht mehr durch. So, hier kann ich hoch. Ist hier irgendwo ein Loch in der Decke, wo ich mal... Ach, hier unten... Ah, oh, toll. Ich will ja nichts verpassen hier. Alter, ist der weggeflogen. Habe ich euch jetzt alle ausgenommen hier? Ja, ich glaube schon. Darf ich den? Nein, ich darf den nicht beklauen, ohne dass ich mich verletze. Wow! Ja, habe ich gesehen. Danke, Spiel. Habe ich gesehen. Tschüss. Alter. Ja, der Kreis schließt sich schon wieder in einer brennenden alten japanischen Stadt. Okay, ich glaube, das hat sich gerade selbst erübrigt. Kann ich dich untersuchen? Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt... Hier gibt es gerade überhaupt nichts zu finden für mich. Da muss ich einfach nur weiterkommen. Aber ich gucke trotzdem ab und zu mal. Ich traue dem Spiel alles zu. No one leaves. Das ist Matthias. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Also, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Lara. Das ist doch jetzt sowas von offensichtlich. Also, nee. Das muss ich jetzt nicht verstehen, dass sie jetzt da nicht drauf kommt. Thank you.
Fuck you, ey. Ah, schade. Ja, das Tomb Raider-Logo in der unteren Bildschirmecke wird angezeigt, während der Speichervorgang läuft. Läuft, würde ich sagen, ne? Naja, gerade ging's so, aber es wird. Vielleicht ist es besser, wenn ich einfach mal hier stehen bleibe. Kann ich denn von hier? Ne, ich kann noch keinen erwischen. Fuck. Oh. Schön liegen bleiben. Will ich noch einen noch beklauen? Wo ist denn der andere hin? Hallo? Ist er jetzt mit gestorben durch die Explosion oder lebt er jetzt noch der andere? Weil hier ist gerade natürlich nur spannende Musik, egal ob da jetzt noch Leute leben oder nicht. Hi. Ach, er ist auch mitgestorben. Yay. Tja. Pech gehabt. So, hier ist aber echt nix. Ja. Ich finde das auch schön, wie sie sich so schützend davor hält. Ist da hinten nix gewesen? Nee, scheint nicht. Man hört immer noch mehrere Leute. So interessant, wie dieser Teil des Tempels ganz unversehrt ist. Ach. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Das wird lustig. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte, ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, Kleine. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Das lässt sich einrichten. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Lauf, Lara, lauf!
Jetzt wird's geil. Ein bisschen was von Matrix, finde ich, mit diesen Säulen. Wow, wow! Weg, 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 weg! Och nö. Oh, ey, ich hätte es fast geschafft, glaube ich. Im ersten Versuch. Och Mann, das lief so gut. Ja, fickt euch einfach, ey. Ja, konnte ich mich nicht einigen. Das war meine Schuld, verdammt! Ich krieg's besser hin, ich weiß es. Es tut mir leid. Alter. Ja, ich muss an die Seite. Weg, 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 weg. Schön, schön, schön da. Wäre geil, wenn ich das aufnehmen könnte und zurückwerfen könnte, aber. Wo ist die? Wo seid ihr? Wow. Scheiße, er ist zu stark. Wow! Ja, wusch!
Wo lasst ihr mich denn starten hier, ey? Ihr seid doch wohl des Wahnsinns. Wo sind sie? Ach, da. Glaube ich eher weniger. So. Okay. Was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Alles andere, keine Zeit. Ah, ich wollte euch auch noch was erzählen. Kurz, aber... Ja. Okay. Ich glaube, dass der Whitman nicht von Grund auf böse ist, also ein schlechter Mensch oder so, falls man das überhaupt so über irgendjemanden sagen kann, dass man von Grund auf böse ist, aber er ist geblendet von seiner von seinem Berühmtheitswillen und deswegen macht er alles und hinterlässt halt auch so die Spur des Chaos. Das nur nochmal zur Erklärung. Wow. Bisschen Strom sparen. Gehen Sie diesen Weg. Wow. Wow. Wo? Alter, ja, ich...